Alt kommt die Stadt mir vor, die ich aus den S-Bahn-Fenstern sehe. Oder fahre ich durch eine falsche Zeit, zurückgeworfen aus meiner in eine vorhergegangene? In meinem Haus, schon als ich die Haustür öffne, der Geruch von Heimeligkeit. Aber in den Steinen der Wände, im Mörtel, unter den Tapeten, unter den Dielen, in den Zimmerdecken, überall die Vergangenheit. Sie atmet. Sie windet sich in die Gegenwart. Sie ist nicht tot zu kriegen. Wer hat hier gelebt? Vor 50 Jahren, vor 60. Wer hat dieses Gründerzeithaus trocken gewohnt vor 130 Jahren? Welche Familie hat hier vor Verzweiflung geheult, geschrien? Welche rachitischen Kinder haben hier im Pseudokrupp in den Armutsdunst gehustet? Welche Frau ist hier, feucht noch alles um sie herum, schimmlig, giftig, Mutter geworden zum x-ten Male? Wie viele Engelmacherinnen sind hierher gekommen, eine Seele vor dem Leben zu bewahren? Haben die Stiefel der SA die Stufen der Treppen mit lautem Tritt als Trommel des Hasses genutzt? Sind Türen aufgebrochen worden? Schlug man hier Männer tot, die nichts wollten als Freiheit und Gerechtigkeit? Haben hier die Faschisten Jüdinnen und Juden aus dem Haus gezerrt während der Pogromnacht, während der Jahre dieser ungetünchten, ungeschminkten kapitalistischen Herrschaft? Wer hat in meiner Wohnung gewohnt? Und wo sah die aus, als das Haus gebaut wurde? Wo waren die Wände damals? Oder war sie damals schon eine Einraumwohnung mit Küche? Hat dort jemand gewohnt, dessen Taten als Wabern des Böses zwischen den Wänden hängen? War es ein Denunziant? Einer, der seine kommunistischen, sozialdemokratischen, seine jüdischen Nachbarn verriet bei der Gestapo? Oder wohnte hier einer, der verraten wurde? Einer, bei dem es klopfte, nachts um 3:30. Einer, den sie die Zähne schon auf der Treppe ausschlugen, den sie nach Auschwitz schafften zum Sterben oder der Tod geschlagen wurde, schon hier, in diesem Berlin. Und der Totschläger, war der hinterher wieder Schutzmann oder Lehrer, Steuerbeamter oder Straßenbahnschaffner? Saß der in irgendeinem Parlament in West-Berlin oder Westdeutschland? Hat der große Reden geschwungen? Saß der vielleicht wieder zu Gericht unter Adenauer über die Kommunisten und sperrte die Geschundenen, die ein paar Jahre vorher von ihm und seinen Konsorten geprügelt worden waren, noch in den Konzentrationslagern, nun wieder in Einzelhaft? In dieser durch das Make-up des Demokratismus verkleideten Republik West, da greifen Hände aus meinen Wänden. Da greifen Hände aus meinen Wänden. Greifen Hände aus meinen Wänden, greifen nach mir. Sie schütteln mich. Wach auf. Wach auf. Wir sind noch da. Wir gehen nicht weg. Nicht die einen wir, welche die anderen wir getötet haben. Nicht die anderen wir, die gestorben sind für das Ende des Sterbens. Nicht die wir, welche die Trockenwohner ins Haus holten. Die Kinder mit den kranken Lungen, die Mütter mit den eingefallenen Wangen, die Väter mit den tränenden Augen. Und nicht die wir, die nur die Wahl hatten, hier krank zu werden oder aber unter den Brücken. Wir sind alle hier, wir in den Wänden. Ich kann sie spüren. Ich kann sie hören. Nein, nicht als hörte ich Stimmen in meinem Kopf. Ich kann sie hören, wie ich Bücher beim Lesen reden höre, wie man eine Erinnerung lesen hört. Denn sie sind Erinnerungen. Erinnerungen an die Topographie des Terrors, an Gelesenes und Erzähltes, an Gedenktafeln und Stolpersteine, an die Tafel vor der Kastanie. Sie sind die Stimmen in meinen Wänden, geboren aus meinen Erinnerungen an Erinnerungen, aus dem Bild der Kinder im KZ. Aus den Schilderungen von Auschwitz, aus den ausgezerrten, den verhungernden Leibern, aus den Gebeinen der Toten, aus den Aschen, aus den Schreien der Gemarterten, aus den Schreien der vergewaltigten und dann totgeschlagenen Frauen, aus dem Schmerzensgeheul derer, denen sie die Arme auskugelten mit extra entwickelten Vorrichtungen, Erinnerungen an die Schilderung des Gestankes von verbrennendem Menschenfleisch, aus den Schilderungen des Wahnsinns in den Augen der Häftlinge und der deutschen, preußischen,
Tötungssachlichkeit der Wärter, der SS-Männer und Nazi-Weiber, die die Aufsicht führten über die Tötungsmechanerie, als wäre es die Aufsicht über eine Straßenkreuzung in Berlin. Korrekte Mörder, vorschriftsmäßige Folterer, die wenigsten von ihnen klinische Sadisten, die wenigsten pathologische Mörder, aber jeder und jede von ihnen für Mord, Vergewaltigung, Folter und Qual, für jedes Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu gebrauchen, wenn es nur einen Befehl dazu gab, eine Order. Aus den Bildern von Auschwitz ist meine Erinnerung gemacht. Aus dem Bild des SS-Manns, glänzend, die schwarzen Schaftstiefel, sauber, die schwarze Uniform, der ein Kind von der Hand der Mutter nimmt, das Kind ein Jahr alt oder zwei mag es sein, packt er an den Beinen und dann schlägt er den Kopf des Kindes gegen eine Wand, schlägt den kleinen Kopf an die Wand, immer wieder, bis der Schädel aufplatzt, und dann legt er dieses tote Kind, blutig ist es, das Gehirn quillt aus dem, was ein Kopf einmal war, der ein Gesicht einmal hatte, und das Gesicht konnte lachen. Dieses Kind legt der Mutter wieder in die Arme, und die kann nicht einmal schreien, nicht einmal das kann die dann noch. Und der das war, der ist hinterher wieder wer, in jener gottverdammten BRD. Die Mutter aber, die war da schon tot, noch bevor sie in das Gas getrieben wurde, in der Tötungsanstalt, deren Mörder auch Steine wurden, im Fundament der Staates, den man mir nun gegeben hat, auch mir gegeben hat als meinen, ohne mich zu fragen, und den ich achten soll, aber ich kann ihn nicht achten. Verachten nur kann ich ihn und sein Fundament, dass er nicht los wird, nicht in den nächsten 1000 Jahren, nach den 1000, in denen die Steine gebrannt wurden, die so viel tragen von den bunt angemalten Mauern des Staatshauses, in denen das Kind geschlagen wurde mit dem Kopf an die Wand.